Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier endlich mal wieder zu unserer F2 2021 Karriere mit Oscar Piastri. Ja, ich freue mich sehr und wir sind auch schon am Ende unserer Karriere fast angelangt in Russland. Die Formel 2 hat ja nicht so einen langen Kalender wie die Formel 1, dennoch muss man sagen, haben die schon ordentlich was. Die haben schon richtige Hammerstrecken drin. Hier haben wir nochmal Sochi, 5,8 Kilometer und 18 Kurven. Zwei DS-Zonen werden es ein bisschen spannend machen und heute wird sowieso etwas, sagen wir mal, sehr durchwachsen. Gucken wir mal rein zu unserem Start hier. Die 5 Rotlichter zu Beginn, wir werden vom 14 heute starten. Abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst doch gerne Daumen nach oben da, schaut doch gerne auf Instagram, @it_gamer und auch gerne auf TikTok, it_tobiso. Und links wie immer alle unten in der Bio. Los geht's hier. Wir hatten einen Hukin-Start, haben einen Platz verloren gegen Samaya. Und kommt hier. Ja, jetzt heißt es natürlich ein bisschen aufpassen. Die erste Kurve leitet natürlich ein bisschen dazu ein. Lädt ein bisschen dazu ein. Oh mein Gott, da hatten wir mit unseren russischen Teamkollegen ein bisschen aneinander. Aber ja, jetzt steckt er da zurück. Die ja, leitet ein bisschen, verleitet ein bisschen dazu, dass man da sehr spät reinbremst. Aber wir haben es da ordentlich geschafft. So, hier ein bisschen weit rausgekommen. Das ist aber auch daran gelegen, dass ich mich verteidigen musste gegen Schwarzmann. 10. Platz, ein Punkt ist schon mal da. Wir führen eh komfortabel in der Weltmeisterschaft. Und Beckmann jetzt vor uns. Und Drugovic. Die kämpfen da miteinander. Das ist natürlich gut für uns. Jetzt können wir uns... Oh, der kommt da ein bisschen neben die Strecke. Also war auch ja, sehr unrealistisch gemacht, dass da hier dieser ganze Staub wegfliegt. Im Windschatten hier Beckmann, da könnten wir was wagen. Und ja, es ist die erste Runde, Leute. Wir werden hier einiges wagen und ein bisschen auf Risiko gehen. Da lassen wir uns raustragen, um ja nicht mehr von Beckmann kassiert zu werden. Aber da kommen die Striche wieder. Hier werden wir echt ja gefordert. Die KI ist hier richtig stark auf dieser Strecke und ich bin nicht richtig eingefahren. Oh, sehr früh hier gebremst. Da müssen wir echt spät. Ich habe so früh gebremst, bin dann aber nochmal aufs Gas gegangen, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, die kommen uns hier so nah. Und dann ja, ist hier, wäre es hier fast zur Katastrophe gekommen. Jetzt sind wir auf einem komfortablen 9. Platz. Das Problem ist halt, wir sind jetzt 1,8 Sekunden durch diesen Fehler, sind wir 1,8 Sekunden weg von Drugovic. Das ist natürlich dumm. Das ist nicht gut. Ich hoffe, wir können da was aufholen. Jetzt kommt hinten wieder ein Strich, dann kommt der 2 und jetzt ist gelb. Gelb, 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 was bedeutet... Okay, das war nur cool. Obwohl davor... Doch, da steht einer. Da fährt einer ganz, ganz langsam. Das ist... Oh mein Gott, einen Motorschaden. Hoffentlich gibt es da kein Safety Car. Das wäre natürlich jetzt nicht so optimal, wenn wir da jetzt irgendwie noch Safety Car bekommen würden. Ja, aber schaut nicht so aus, als ob es da irgendwas geben würde. Nein, wir kommen da gut durch. Da gibt es keine Strafe dafür. Ah, da gibt es kein Safety Car dafür. Das wäre eigentlich cool gewesen, weil wir kommen irgendwie auch nicht mit der Pace von Drugovic, Nisani und so weiter. Ich komme da aktuell auch nicht ganz rein. Wir haben zwar ja diese 1,7 Sekunden, die da abgerissen waren. Ja, und dann bin ich nicht reingekommen. Gucken wir uns hier nochmal den Start an. Und selbst der war jetzt der verhältnismäßig, ja, bei mir sowieso immer richtig scheiße ist, aber der war auch nicht so optimal, der Start. Ja, hier kommen wir zwar im Windschatten ein bisschen dran, aber das ist natürlich nicht das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ja, da steche ich rein. Der Teamkollege hält aber auch drauf, muss man sagen. Und natürlich die Qualität von Formel 1 2021 mit diesen Vorzurückruckeln. Die haben das Proposing schon vorgesehen. Und ja, ich fahre da einfach geradeaus, der fährt daneben uns und dann wäre er fast nebendran gekommen. Ja, das war, er hat hier so spät, ich habe so früh gebremst und habe eingelenkt und der hat dann so spät ja, gebremst oder vielleicht auch normal gebremst und dann sind wir ein bisschen aneinander geraten. Und jetzt gibt es irgendwie, jetzt sind wir mal in der 4. Runde und jetzt kommt der Safety Car, so aus Random, gar nichts war, wir waren hier 5 Sekunden von Drugovic weg, also eigentlich eh ohne irgendwas und jetzt kommt der Safety Car, keine Ahnung warum. Also es hat sich eigentlich nichts getan. Da, okay, da ist einer disqualifiziert worden. Der Beckmann ist disqualifiziert worden. Das bedeutet nie was Gutes. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Was überhaupt da los war. Also das ist echt sehr, sehr weird gewesen. Warum das Ganze hat man mir leider nicht gesagt.
Aber jetzt geht's hier, Safety Car Ending, kommt diese Runde rein. Wir sind auf einem sehr, sehr schönen fünften Platz, weil sich einer in die Box, abgebogen ist. Der gute Drugovic, der hat sich da, ja, in einer anderen Strategie versucht. Keine Ahnung, ob das, ich habe auch zuerst überlegt, so wäre cool. Ja, du würdest doch ganz hinten dran hängen, aber ich weiß nicht genau, also ob man jetzt da, ob man da jetzt irgendwie drankommt, keine Ahnung. Salah, Lundgaard jetzt hier vor uns. Im Windschatten können wir auf jeden Fall mal mithalten vom von der Pace her. Ich weiß auch nicht genau, warum die heute so verdammt schnell ist. Also die KI hat einen richtig guten Tag. Und da gehen wir auch rein, weil der verhältnismäßig sehr, sehr früh bremst. Und wir waren auch vorbei, deswegen müssen wir auf die Position nicht zurückgehen. Vierter Platz ist eigentlich mehr, als was ich mir erträumen hätte wollen nach der ersten Runde. Weil die lief echt jetzt nicht so optimal. Und dennoch haben wir es hier irgendwie wieder in die Top 4 geschafft. Das finde ich natürlich, ja, also besser geht's nicht. Alles, was wir jetzt noch überholen, ist eigentlich Bonus, weil selbst der vierte Platz ist der Bonus, weil ich nicht damit gerechnet hätte, so einen guten Platz zu bekommen. TikTok, der sieht mir jetzt auch nicht so schnell aus. Und das, so ist es auch. Wir sind in der 10. Runde und Dan TikTok ist generell die Spitze, hat an Pace abgebaut. Wir gehen hier rein und das war gut. Wir sind gut vorbeigekommen mit dem Hinterreifen noch in den Track Limits drin. Also ganz, ganz ordentlich hier gegen TikTok. Das Podium haben wir jetzt mal da, ja, die Reifen sehr, sehr warm, auch verhältnismäßig. 94, 99 rechts vorne. Also das ist nicht. Das ist nicht das, was ich normalerweise gewohnt bin von Reifen. Er hat hier Daruela, den könnten wir eventuell auch noch holen. Es gibt noch theoretisch 3 DRS-Zonen, bis dann das Ziel kommt. Also wir haben jetzt hier die, dann Start und Ziel und dann nochmal die hier. Und in diesen 3 DRS-Zonen könnten wir ihn angreifen. Wir kommen ja auch gut dran und ich glaube, das könnte wirklich reichen, dass wir da wahrlich hier angreifen können. Zack, zack, innen ran. Und das reicht, Leute. Wir kommen hier vorbei. Das ist einfach so, als keine Ahnung, so Tag und Nacht, versteht ihr? Das ist einfach wunderbar. Wir sind hier am Anfang chancenlos gewesen. Und das Safety Car war der Game Changer heute. Salah, hier könnten wir auch Armstrong. Ja, ich möchte an Armstrong dranbleiben, um das DS zu bekommen. Natürlich, wenn die Chance besteht, möchte ich auch ihn angreifen. Aber ich glaube nicht, dass wir das in einer DS-Zone schaffen können, weil jetzt sind wir noch nicht dran. Auch die persönlich beste Runde in der 10. Runde gefahren. Also das zeigt ja auch mal, dass wir jetzt von der Pace her heute nicht mithalten konnten. Also da muss ich auch sagen, auch hinten, schaut mal, wie schnell Daruvala und TikTok hier abgerissen sind. Da gibt es irgendein Problem bei denen. Auch die, ach so, okay, die kämpfen miteinander. Das ist ein Hin und Her zwischen den beiden. Salam. Jetzt kommt hier Runde Nummer 5. Da haben wir noch nichts. Safety Car ohne größere Probleme. Kommen wir hier dran. Genau, ich wollte euch hier das mal zeigen, dass wir hier im Safety Car ja auch mit dabei waren. Ihr habt ja das Safety Car nicht ganz gesehen und war auch schon das Ending. Salam. Da war das Ending und hier ist die erste Kurve. Genau, hier ist die erste Kurve. Zack, da gehen wir rein. Das war ordentlich, keine Berührung. Und so, hier dann gegen Dan TikTok. Das finde ich auch ein Glanzmanöver. Ich dachte echt, dass ich da viel zu spät an der Bremse bin. Da fliegen auch irgendwelche Gummireste. Da waren wir, da kannst du, oh, da hat sich ordentlich verbremst, der Junge. Ich denke mal auch, sonst wäre das nicht zustande gekommen. Und jetzt hier die letzten Meter gegen Marcus Armstrong. Wir sind nur 0,6 Zehntel weg, aber ich denke mal, dass es nicht reichen wird. Wir haben hier keine Chance mehr anzugreifen. Dennoch ein tolles Rennen, Leute. Es ist der zweite Platz und das im, ja, in einer Manier, die, ja, oder mit einem Rennen, mit dem ich nicht so gerechnet habe. Was sagt ihr zu dem ganzen Rennen? Es war auf jeden Fall sehr spaßig. Nur sind auch die 50% Rennen der Formel 2, die Sprintrennen hier, immer so kurz aus der letzten Kurve raus. Und nochmal hier, zack, geht's rein. Das war's, der große Preis, also das Sprintrennen zum großen Preis von Russland, von Sochi. Geht zu Ende, 11 Runden voller Spannung, Verzweiflung, aber auch natürlich Glück, weil ohne den Safety Car
wären wir auf dem 8. Platz verhungert. Auf jeden Fall. Das kann ich hundertprozentig sagen, dass wir da verhungert wären. Was sagt ihr zu einem Rennen? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare, unbedingt gerne auf den Channel. Und hier haben wir den strahlenden Sieger, Marcus Ericsson. Ericsson, oh mein Gott, das war auch ein Name. Marcus Armstrong. Tolles Rennen gefahren, der Junge. Verdient gewonnen auf jeden Fall. Ich denke mal auch, dass wir gegen den, ja, da hätten wir sicher noch eine Runde gebraucht. Und ob dann die Reifen noch funktioniert hätten, ja, fraglich. Also wirklich, also das war eine Glanzleistung von dem und auch von den anderen. Das war wirklich ein cooles Rennen, hat Spaß gemacht und war sehr funny. Jetzt bin ich aber auch mal aufs Podium gespannt. Und hier kommt er, der Sieger. Er fährt mit einem Ferrari-Sponsor. Hast du dir verdient, Bro? Hast du dir verdient? So gut gefahren. Makellos, fehlerlos und da kann man auch mal Lob aussprechen. Auf jeden Fall. Spritz es weg. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid auch morgen oder später auf TikTok auf itz-tobi dabei. IT-Gaming auf Instagram. Könnt ihr uns da gerne folgen und auch gerne auf IT-JT auf TikTok. Vielen, vielen Dank. Links mal unten in der Bio und abonniert gerne den Channel kostenlos. Unser Teamkollege wird 7. und das wäre uns eigentlich auch geblieben, wenn wir da das Safety Car nicht bekommen hätten. Gott sei Dank. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao. Listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.